Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Vegetarian mit der Materielle Show. Dieses Mal das Sonic Adventure Games Expo 2022 Demo zu Sonic Skyland. So, hierbei muss ich leider noch mit der Tastatur steuern, obwohl ich den Xbox Controller eingesteckt habe. Und ja, wir können uns hier zwischen Sonic oder Shadow entscheiden. Und wir starten erstmal durch mit Sonic. Und wir starten durch mit der Woodland Area. So, jetzt können wir endlich mit dem Xbox-Controller wieder steuern. Im Stehen können wir den Boost einsetzen. Treetop Tamony. He leads to the Treetop Stage where you can practice Sonic always remember to come back or practice new techs of higher level moves. Ja, so schnell kann man noch gar nicht lesen hier. Ein Pausenknopf. Wenn man den Pausenknopf drückt, dann. Kann auch wirklich nicht gut. Kann auch wirklich nicht gut springen, muss ich sagen. Dazu, wenn man Pausenknopf drückt, dann muss man wieder mit Enter bestätigen hier. So kann er nur so kurz springen hier. So kommt er gar nicht hoch. Ich kann wirklich nur sehr kurz springen hier. Oh. Frenzy. Mit Frenzy da. Mit Y, also mit dem Y-Knopf, habe ich eingestellt kann. Charge muss man einstellen, damit man hier springen kann. Oh, und da springt man einfach nur von den Gegnern ab. Aua. Kommen wir also hier rüber. Muss man so rechtzeitig immer wechseln, ha? Huh? Oh no, come on. Halt wieder da wieder zum Anfangsbereich zurück. Das ist eigentlich nur eine Tutorial Stage, mehr auch nicht. Okay, das bringt nichts. Sollte ich vielleicht nach. Ah, nach oben hätte ich drauf. Hätte ich drücken müssen, so jetzt aber. Dann mal rüber. Frenzy ist man auch etwas schneller. Also mit Wut. Okay, mit dem Zug komme ich nach Angel Island. Da. Da fahren wir mal los. Ich meine, er könnte auch zu Fuß hinrennen, aber naja. Das ist immer Angel Island. Oha! Was zum. Echidnas? Den kann er noch nicht mal reden. Der liegt auf dem Boden, was ist mit ihm passiert? Ja, ich würde am liebsten mit denen reden, aber. Weiß nicht wie. Hm.
Mit X macht man übrigens Angriffe. Ja, wie redet man mit ihnen? Das ist eine nette Echidna-Statue. Kann mit denen gar nicht sprechen. Oh, Tikal! Ah, mit dir kann ich sprechen. Wenn man nach oben drückt, bei ihr. I think Knuckles might need help, Sonic. Once you get back, able to help you. Wo ist er denn? Da drin? Da muss ich da nach oben. Ich glaube, da muss ich da nach oben hier. So. Angel Island. Dann nix für los. What? Ein Remix von Jungle Joyride? Frenzy. Oh! Ja, toll. Oder bei mir die nicht in die Stacheln reingeraten. What? Ich bin noch gerollt? Ja, wenn es ins Plattform geht, muss man direkt umwechseln. Warum nicht gleich beides miteinander kombiniert werden kann, das ist für mich ein Rätsel. Oh shit. Was? Ein Gizuit? Ich kann ihn irgendwie nicht bekämpfen. Ja toll, und da bin ich down. Was zum Teufel? Was hat mich da noch getroffen? Wirklich ein merkwürdiges Design des Spiels. Oh! Ich glaube, der Speer war es, der mir geschadet hat. Oh. Nein! So, jetzt war Schluss mit dir. Ach, komm jetzt. Man kann den Boost auch noch im Stehen ausführen hier. Oh. Ja, wie soll man den besiegen hier? Ich glaube, ich sollte hier weg irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Doch Schaden? Anscheinend. Oh. Ich hätte die Felsen auf ihn schmeißen müssen, ne? Er ist also so eine Art Mini-Boss. Komm jetzt. Hab ich ihn treffen können? Na jetzt, aber jetzt ist er down. Und was jetzt? Oh. Was jetzt? Hallo? Wo muss ich jetzt hin? Hä? Hä? Wo muss ich denn hin? Bullshit. Ich bin jetzt gerade gefangen hier. Der Spinner springt auch nichts an der Stelle. Ja, was dann?
begreife gerade nicht, was los ist. Moment, jetzt geht's. Na gut, Oh. Nein, jetzt hör auf, ihn anzuvisieren. Ich will einfach nur nach oben. So, ich glaube. Na toll. Komm jetzt da hoch, verdammt. Mann, mach doch bitte den Doppelsprung, nicht den Homing Attack. Das ist echt bescheuert. Was ist das für ein Bullshit? Guckst du das denn an? Da hilft auch selbst der geile Remix von Jungle Joyride gar nichts. Oh, jetzt endlich mal. No! Man weiß ja gar nicht, wie man hier weiterkommt, weil man steckt hier buchstäblich fest. Oder kann ich irgendwie nach oben? Ich lass mich einfach da runterfallen. Scheiß drauf. Ah. Mann, wie bescheuert ist das denn? Den kann man wenigstens zerstören hier. Ah. So, am besten bleibe ich jetzt oben. Ah, Checkpoint, Gott sei Dank. Oh Mann. Das ist ein bisschen waghalsig aufgestellt hier. Oh shit. Ja, schon klar. Wo? Wo? Ui! Schon wieder so ein G-Sweet. Was reizt mir mit euch? Oh, Mann. Okay, ich kann ja weiter. Scheiß drauf. Endlich geht's weiter hier. Dieser Wechsel vor allem ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Ey, wieso? Ich hab markiert. Char.
Verpiss dich endlich! Nein! Das ist einfach nur frustrierendes Spiel. Was ist denn da los? Das ist echt nicht gut designt. Was zum Fick? Also echt mal, das ist echt nicht gut designt hier, das Ganze. Versuch's nochmal. Aber das ist einfach nur... nicht gut. Oh, shit. Bin ich auch wieder in dem Modus. So, jetzt Schluss mit dir. Einfach oben bleiben. Diese Stelle, bei dieser Stelle kommt man wirklich kaum wieder weg. Scheiß drauf. Ach. Ja toll, mich einfach aus dem Boost rausholen. Au, shit. Nein! Oh nein! Ah! Gib den Ring her! Da weg ist er. Na moin. Uff. Alles nur wegen den einen verdammten Ring. Jetzt krieg ich wieder mein Leben hier. Am besten bleib ich jetzt hier oben. Bist du mir jetzt... vollkommen scheißegal. Kein Problem für mich. Nein! Das ist für mich ein Scheißproblem. Komm hoch da! Heilige Scheiße! Nein, hör auf! Ich hasse das! So, gib mir die Ringe hier. Der blockt jetzt mit den Angriffen. Und der bewirft mich schnell mit seinen beschissenen Bomben. Alter! Okay, Ring! Ich zu ihm hoch, damit er aufhört, mich mit seinen Scheißbomben zu bewerfen. Oh no! Ja, toll. Ich habe ihn zerstört, aber gleichzeitig bin ich auch gestorben, weil ich in eine Mine reingeraten bin. Mann, ey. Es ist einfach nur... Ja, super! Ich kann einfach nicht mehr, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Es ist einfach nur beschissen. Nichts anderes. Moment.
Hätte ich von vornherein... Luft kann ich, wenn ich X-Luft drücke, kann ich hier nach unten stürzen. Ein allerletztes Mal probiere ich es noch. Wenn ich es wieder nicht schaffe, dann... Scheiß drauf, dann habe ich jetzt keinen Bock mehr. Dann schauen wir uns mal Shadow kurz an und dann beenden wir diese Demo, weil... Ganz ehrlich, das ist einfach nur... Verpiss dich! Nein! Zumindest, dass ich jetzt hier wieder mit diesen Jesuiten feststecke, da unten. Das tue ich leider. Es ist doch so schwer, wieder hochzukommen. Ja, wirf doch endlich mal deine scheiß Felsen ab. Ach, ich kann einfach nicht mehr. Das ist einfach nur... Oh, beschissen! Einfach nur... Oh Mann. Na geh doch hoch! Bleib jetzt im Himmel sind da oben. Nein! Bitte! Ich will nicht wieder! Lass mich doch wieder hoch! Meine Fresse, ist das einfach beschissen! Das ist wirklich das eines der frustrierendsten Fangames, die ich jemals gespielt habe. Dieser Speerheini wollte ist echt eine heftige Nuss. Wieso mal den, bitteschön? Ach. So, der Checkpoint wird mir jetzt eh nichts mehr bringen. Und jetzt, wo ich wieder nur mal ein Leben habe. Uff! Holy shit. Das war wieder saueng. Warum muss er eigentlich diese zwei Modis haben? Warum kann er nicht alles gemeinsam kombinieren? Schon vorsichtig vorangehen. So. Uiuiui. Nein! So, zumindest habe ich den jetzt aus dem Weg. Und dann gibt es noch einen, den ich auf mich konzentrieren muss, ist der Jesuit. Ja, ja, schick deine blöden Felsen runter. Zwei Treffer. Weil leider Gottes mich von der Mine erwischen lassen musste. Oh Mann. Gott!
Schieb doch einen deinen scheiß Felsen runter! Endlich. So, hinfort. Ich glaube, das sollte auch bei, dort bei den anderen Jesuiten da unten passieren, dass ich, ja, dass sich die Wand löst. Verpiss dich. Oh, shit. So. Schießt du keine Homing Attack ein? Nein! Ja. Das ist mir schon klar, dass ich diesen Charge-Modus verwenden muss. Ich kann einfach nicht. Piesel dich. Du auch. Na. War eine super Idee gerade. No! Drauf! Hm. Base Hallway, ha? Huh? So findest du das mit Shadow an. Okay, der bleibt von vornherein mit einem Moveset hier, ha? Huh? Spin Dash. Mit Y kann ich hier einen Chaos Snap einsetzen. Und mit X hier teleportieren. Was? Boss Rematch? Das hier ist, glaube ich, nicht auf eine Mission Area. Das geht gerade nicht. Level Return. Und hier? Moveset Shop. Hä? Okay, da kann man sich also Movesets kaufen. Hm. Und hier der Trainingsraum. Hier sehe ich aber keinen Shop. Vielleicht kommt das jetzt noch. Also ist das jetzt gerade. Befinde ich mich jetzt gerade auf der. Auf der Weltraumkolonie Ark? Huh. Okay, müssen wir uns ran. What the? Rouge! Hey! Hey Shadow, Omega has been reporting to be going berserk in a cannon area. Could you help me out for me? I guess things have gotten pretty bad since Eggman lost control of everything on his end. I mean, machine-wise here now. Muss ich das hier nutzen? Anscheinend. Molded Canyon. Wow. Okay, ein Teleportations-Homing-Attack. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass ich da runterstürzen musste. Also einfach aufrechterhalten. Wow, shit. Ich will diese Lanzenritter. Hm? Was ist denn das für eine... Hab ich ihn nicht getroffen? Jetzt aber. Oh Mann. Alter, der ist viel zu delayed. Deswegen muss ich mich jetzt von der Bombe erwischen lassen. Nee, ich kann euch eins sagen, das ist. Das Spiel ist wirklich furchtbar, also. Das ist wirklich nicht gut design. Ja.
Okay, lass mal das. Ich will das nicht mehr. Es ist einfach nicht gut Design, also das Fangame gefällt mir überhaupt nicht. Sorry. Aber was meint ihr? Ihr könnt es gerne auschecken. Die mit dem Download-Link in der Videobeschreibung nutzt. Und sind sie da bei der nächsten Sonic Gamma Tour Games Expo 2022 Demo. Weiter viel Spaß mit anderen Videos. Und ja, wie gesagt, das war wirklich nicht mein Fall. Sorry, also das Moveset und alles. Da steckt zwar Kreativität und Ambition dahinter, aber ich muss sagen, wie es am Ende umgesetzt worden ist. Naja, wirklich nicht gut. Aber ja, ich überlasse es euch dann darüber zu urteilen, wie gut oder wie schlecht das Fangame jetzt ist. Also, ja, danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen und tschüss, ihr Leutchen.